denke, man sollte sich da auch mäßigen, aber ein Bier ist mir dann lieber als eine Tüte. Herr Janacek, wie lange wird es noch dauern, bis Cannabis in Deutschland legalisiert ist? Ich hoffe, dass wir das bei den nächsten Bundestagswahlen 2017 zu einem Knackpunkt machen und dann auch möglich machen können. Es gibt ja Bewegungen in der SPD, in den Linken, bei den Grünen gibt es Positionierungen in die richtige Richtung. Bei der Union gibt es jetzt seit heute zumindest auch mal erste Denkansätze. Und wenn das so weitergeht, dann können wir auch zu einer guten Lösung kommen. Sie haben sich an einer gemeinsamen Stellungnahme mit dem CDU-Abgeordneten Joachim Pfeiffer für eine Legalisierung ausgesprochen. Was genau fordern Sie eigentlich darin? Also wir sagen gemeinsam, dass die Verbotspolitik bei Cannabis gescheitert ist, dass es bisher nicht gelungen ist, auch den Konsum dadurch zu beschränken, dass man ihn verbietet. Der Konsum an sich ist ja auch nicht verboten, sondern der Erwerb ist verboten. Wir haben einen riesigen Schwarzmarkt geschaffen damit. Wenn Sie den gesamten Drogenhandel sehen, weltweit sind das 300 Milliarden US-Dollar. Wenn Sie Cannabis sehen, ist das auch eine ganze Menge, auch in Deutschland. Und die Strafverfolgungsbehörden ätzen, die Polizei schimpft, die Richter wollen nicht mehr weitermachen, so wie es bisher gelaufen ist. Also sagen wir, lasst uns doch das Ding umdrehen und einen regulierten Markt schaffen mit verlässlichen Produkten. Die sind dann auch gut überprüft, werden auch entsprechend vernünftig abgegeben und man kann das Geld in Prävention und Jugendschutz stecken. Es ist ja schon eine ziemlich ungewöhnliche Liaison, Union und die Grünen. War das eigentlich mit Ihrer Parteispitze abgesprochen? Naja, bei uns ist es ja nicht so schwer, weil wir haben einen Gesetzentwurf gemacht zum Cannabiskontrollgesetz, 80 Seiten, umfassende Regulierung. Für den Dr. Pfeiffer war das sicher nicht ganz einfach. Das ist auch großer Respekt von mir, dass er das gemacht hat, weil es war ein Denkanstoß. In der Unionsfraktion gibt es da noch keine Mehrheit. Aber es gab heute auch schon Äußerungen, zum Beispiel des gesundheitspolitischen Sprechers Spahn. Man könne ja darüber nachdenken, zumindest kleine Mengen zu entkriminalisieren mit einer bundeseinheitlichen Menge. Also das sind erste Ansätze, die wir auch vielleicht dadurch ein Stück weit angestoßen haben. Es gab ja auch Stimmen, die ganz klar dagegen waren. Herr Gröhe sei genannt. In der Union gibt es also deutlichen Widerstand. Wie wird das in den nächsten Tagen und Wochen weitergehen? Ja, die Cannabis-Debatte ist leider in Deutschland traditionell sehr ideologisch geführt. Vielleicht auch von beiden Seiten, muss man selbstkritisch sagen. Jetzt sind wir aber in einer Diskussion gelandet, wo die Wirtschaftswoche mit Ludwig Erhard und eine Tüte im Mund sozusagen titelt, wo die US-Amerikaner in einzelnen Bundesstaaten das schon gemacht haben, was wir vielleicht vor uns haben, nämlich eine Freigabe, wo Portugal, Uruguay, Schweiz, Holland, also es gibt Vorbilder und man hat gesehen, die Welt geht nicht unter. Im Gegenteil, das hat Vorteile, wenn man das macht. Und in diesem Sinne glaube ich, dass wir natürlich noch einen Weg vor uns haben, weil die Union da noch nicht so aufgestellt ist. Aber immerhin gibt es ja jetzt die Ersten, die sagen, wir können mal anders denken und das ist gut. Auf www.diebelt.de zeigen wir aktuell ein Diskussionsgespräch zwischen Frau Zeuner von der CSU und Herrn Wurth von dem Deutschen Hanfverband. Darin betont Frau Zeuner immer wieder den Jugendschutz. Wie sehen Sie das eigentlich? Naja, ich verstehe das Argument nicht, weil der Jugendschutz ist doch dann gewährleistet, wenn Jugendliche eben keinen Zugang mehr kriegen zu kriminalisierten Schwarzmärkten, wo sie dann vielleicht auch an Heroin und andere härtere Substanzen rankommen. Und das Zweite ist auch, dass Jugendliche natürlich nicht geschützt werden, wenn man sie kriminalisiert. Also das ist ein Problem. Leute werden verfolgt bei geringen Mengen. Es kann bis zu Berufsverboten gehen. Also, und das Dritte ist sogar auch noch, wenn Sie bedenken, die Produkte, die auf dem Markt sind bei Cannabis, auf dem Schwarzmarkt, sind gestreckte Produkte oder Turbohanf, also sehr intensive Substanzen. Also das lassen wir momentan auf die Jugendlichen los. Wo ist da bitte der Jugendschutz? Eine abschließende Frage, Herr Janacek. Haben Sie selbst eigentlich mal gekifft? Ja, habe ich. Mache es momentan nicht. Nicht, dass ich das jetzt nicht zugeben würde, aber ich bin einfach keiner, der auf Tabak steht. Und man kann es zwar auch essen, aber ist nicht so meins. Bin insgesamt jetzt, wo ich viel mehr arbeite, als ich das früher musste, nicht mehr so den Drogenhold. Und denke, man sollte sich da auch mäßigen, aber ein Bier ist mir dann lieber als eine Tüte. Das ist meine Lebensweise momentan.